Au revoir, Niette eckt sich wieder zu. Gute Nacht und angenehme Ruhe. Doch kaum sind beide eingeschlummert, da weckt sie Lärm. Es pocht und bumbert und jemand trommelt an das Tor. Ein grauer Wolf steht jetzt davor, der knurrt. Erfroren ist mein Zeh, ich hab genug von Sturm und Schnee. Ich kann nicht weiter laufen, lass mich bei dir verschnaufen. Da schreit der Hase. Nein, oh nein, lass bloß den Wolf hier nicht herein. Er ist darauf versessen, uns Hasen aufzufressen. Der Wolf mit kalten Gliedern beeilt sich zu erwidern. Ich schwöre bei meiner Ehre, dass ich dich nicht verzehre. Der Vanya sagt. Na gut, komm rein, doch halte dein Versprechen ein. Der Wolf streckt sich behaglich aus, bald wird es still im kleinen Haus. Auch Vanya deckt sich wieder zu. Gute Nacht und angenehme Ruhe. Doch es ist wirklich unerhört, schon wieder werden sie gestört. Es klopft und pocht, es kratzt und kracht. Ein Löwe steht draußen in der Nacht, und das muss man erwähnen. Er klappert mit den Zähnen, der Vanya starrt den Löwe an. Was mach ich bloß? Oh Mann, oh Mann. Und auch der Wolf erbleicht vor Graus, er denkt. Nun ist es mit mir aus, der Löwe hat es gerochen, dass ich ihm vor 2 Wochen ein Stückchen Fleisch gestohlen. Jetzt kommt er, um mich zu holen. Dem Löwe sind die Ohren vor Kälte steif gefroren, drum ist ihm alles einerlei. Er schwört, dass er ganz harmlos sei. Der Vanya sagt. Komm rein, schon gut. Und wirft ein Holzscheit in die Glut. Der Löwe streckt sich behaglich aus, bald wird es still im kleinen Haus. Auch Vanya deckt sich wieder zu. Gute Nacht und angenehme Ruhe. Der Schneesturm unterdessen tobt weiter wie besessen. Er reißt die stärksten Bäume aus und rüttelt an dem kleinen Haus. Doch drinnen schlafen wohlgeborgen Wolf, Löw und Has bis zum Morgen. Kaum aber fängt es an zu dämmern, beginnt des Hasen Herz zu hämmern. Der Wolf meint es nicht ehrlich, er ist und bleibt gefährlich. Wie kann man sich vertragen, den knurrt ja schon der Magen. Es ist wohl besser, wenn ich gehe. Er hobbelt wieder in den Schnee. Der Wolf erwacht aus Schlaf und Traum, reckt sich, erblickt den Löwe kaum. Da fährt ihm auch schon wieder der Schreck in alle Glieder. Wenn das ein gutes Ende nimmt, der Löwe ist gegen mich ergrimmt. Er wird mit seinen Tatzen mich ganz empfindlich kratzen. Und eilig, ehe der Löw erwacht, hat sich der Wolf davon gemacht. Jetzt schnarcht nur noch der Löw im Eck, schnarcht laut und rührt sich nicht vom Fleck. Er ist nicht mehr durchfroren und hat auch warme Ohren und auch sein Pelz ist nicht mehr nass, dann brummt er, blinzelt und wird blass. Denn was er sieht, bedrängt ihn sehr, am Nagel hängt ein Schießgewehr. Verflixt, das ist ein Jägerhaus. Ganz heimlich schleiche ich mir ins Haus. Die Sonne steht schon über den Wald, heute wird es sicher nicht so kalt. Er tappt so leise er vermag, hinaus in einen neuen Tag. Der Vanya noch vom Schlaf umfangen, begreift nicht, was hier vorgegangen. Er blickt umher im Leben. War denn das alles nur ein Traum?
Doch draußen sieht er von drei Tieren die Spuren sich im Schnee verlieren. Der Vanya schaut und nickt und lacht. Wir haben wirklich diese Nacht gemeinsam friedlich zugebracht, was so ein Schneesturm alles macht.